Sie erlauben? Dieses Essen ist so delikat. Ups, glauben Sie vielleicht, es steckt eine Geheimformel dahinter? Aber Sie wissen vermutlich nichts über Geheimnisse oder über Formeln. Also, ich muss sagen, ich kenne da schon ein ganz spezielles Rezept. Ach ja? Für herrliche, leckere Küsse. Ja. Bagelda, ob ich dir vielleicht einen Kuss geben dürfte? Ach, Eugene, das geht alles so schrecklich schnell mit uns. Genau wie geplant. Sei zärtlich. Lippen, Schürzen. Wow, was für eine Frau. Ja, gut, jetzt habe ich das endlich hinter mir. Ich habe eine Krabbe geküsst. Möchten Sie unseren Cocktail in Rot oder doch lieber in Gelb? Tada! Und nun bitte ich das Brautpaar um die Ehegelöbnisse. Eugene, du hast alles, was ich von einem Mann je wollte. Einen Hautpanzer, absurd lange Augenstiele und die geheime Krabbenburger-Formel. Oh. Bargelder, du bist in mein Leben getreten, als ich dachte, ich müsste den Rest davon allein verbringen. Und du hast mir auf die schönstmögliche Art und Weise gezeigt, dass Geld keine Liebe kaufen kann. Sehr wohl, aber kann es Liebe schenken? Oh. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Oh nein, wo ist der Brautstrauß? Der einmal Brautstrauß kommt sofort, Mrs. Krabs. Bitte sehr. Fangen. Nur schade, dass Plankton nicht hier sein kann. Oh, wer hätte gedacht, dass Eugene so eine Kesse Krabben so aufs Parkett legt? Eugene, es soll keine Geheimnisse zwischen uns geben. Was? Oh gut, ich erzähl dir alles, egal wie peinlich es ist. Ich war Bettnässer, bis ich 40 war. Mein Achselschweiß riecht nach Algengrütze, wenn ich Angst habe. Ach nein, doch nicht diese Geheimnisse. Oh, auch gut. Ganz wie du willst, mein Schatz. Frag einfach. Verrate mir bitte die geheime Krabbenburger-Formel. Die was? Die Formel, die in deinem Herzen eingeschlossen ist. Bitte öffne dein Herz für mich, Eugene. Lass mich hinein. Oh, na gut. Für dich tue ich alles, Baby. Also, ich werde sie dir zuflüstern. Nur für den Fall, dass hier irgendjemand lange Ohren macht. Oh Mann, jetzt geht's los. Ich freue mich. Also dann, meine Süße, das ist sie. Das ist jetzt schon ein bisschen emotional für mich, weißt du? Ich habe noch nie jemandem die geheime Krabbenburger-Formel verraten. Gut, also dann. Komm schon, Krabs, trau dich. Lass es alles raus. Was, Plankton? Nein, nein, ich bin nicht Plankton. Ich bin Bargelda. Deine strahlende Braut. Ich bin... ich strahle doch. Du Monster! Wie, du zerquetscht mich nicht? Ach, weißt du, ich war nun schon so lange allein und zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich... für jemanden etwas empfunden. Naja, für etwas. Für ein Bündel Scheine mit Lippen. Und es war natürlich viel zu schön, um wahr zu sein. Nun gut, Bargelda war vielleicht nicht echt. Aber meine Gefühle waren es. Wirklich. Nun reiß dich mal ein bisschen zusammen, Krabs. Plankton, es war also nur ein abgekartetes Spiel für dich. Du hast nichts empfunden. Du bist ja verrückt. Ich verfisch mich von hier. Aber eines Tages wird diese Formel mir gehören. Merkst dir? Ich bin verliebt in eine Schwester.
Oh, du bist in deine Schwester verliebt? Ach, ja. Hör mal, ich hab eine Idee. Brechen wir einfach dein Bein. Dann kannst du deiner Herzdame nah sein. Ja, so machen wir's. Und zwar zügig. Gleich bricht ihre Pause an. Hier bricht gleich noch was ganz anderes. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Wucht. Ja, das glaube ich auch. Na? Glaub mir, Fred, dein Bein ist so gut wie gebrochen. Oh, mein süßer Schwesternengel, gleich bin ich bei dir, Liebste. Und hier kommt die Dampflok der Liebe genau nach Fahrplan. Bricht dir nicht dein Bein. Wie unhöflich von Ihnen, Herr Roboter. Wie kriegen wir jetzt Freds Bein kaputt? Er weiß bei der nächsten Verletzung meines Beins, ersetzt es der Doktor durch sein Bein. Ach so, das ist alles? Dann kriegt er einfach mein Bein. Das wächst nach. Boing. Viel Spaß. Vielen Dank, Schwammjunge. Das hier ist sogar noch besser als mein Bein. Ach, ich glaube, wir geben es besser auf. Vielleicht soll's einfach nicht sein mit mir und dem Schwesterlein. Das klappt schon noch, ich schwör dir Stein und Bein drauf. Ich hab den perfekten Plan, wie wir dich ins Krankenhaus kriegen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Hey, mein Bein! Mein Kopf und Oberkörper! Wow, das ist echt irre. Ich bin überall verletzt, nur nicht an meinem Bein! Danke, SpongeBob. Ohne dich hätte ich's nie hierher zurückgeschafft. Zu meiner Engelgöttin. Bedank dich nicht bei mir. Dein Bein hat die Schwerarbeit gemacht. Ich bin schon sehr auf deine Engelgöttin gespannt. Wisst ihr, das erinnert mich an ein Lied. Meine Finger wurden taub, als ich dich sah. Meine Arme spürte ich kaum. Mein Herz kam in Stolpern und ich fühl mich wie in einem Traum. Warum? Mein Bein ist verliebt, hey, mein Bein ist verliebt. Und es ist so glücklich, dass es dich gibt. Mein Bein ist verliebt, wow, mein Bein ist verliebt. Auch im Markt der Schienbeinknochen ist die Liebesglut am Kochen. Oh, mein Bein ist verliebt, wow, mein Bein ist verliebt. So zittere ich und zapple, so tanze ich und trete, hab die Schwester so lieb. Und ich glaube, sie heißt Grete. Ich? Dein Bein ist verliebt, ja, dein Bein ist verliebt. Ich kann nur sagen, yeah, mein Bein. Mein Bein! Oh ja! Oh ja! Mein Bein ist verliebt. Yeah! Hey, ich wollte schon immer mal ein bisschen Bein zeigen. Ist es? Sie wird den Unterschied niemals bemerken. Ich glaube, das, was ich brauche, habe ich genau hier. Patrick, möglicherweise kitzelt das leicht. Oh, kitzeln bin ich gut. Okay, sehen wir uns das mal an. Das war ja echt heftig. Oh, fast vergessen. Oh, du hast jetzt dein Date mit meiner Frau, Karen. Ray, Ray? Mir gefällt Patrick besser. Oh nein, du wirst schön den Mund halten. Darum werde ich mich kümmern. Hey, Karen.
Es ist angerichtet, mein liebstes Goldstück. Ach du meine Güte, das sieht ja fantastisch aus. Ich liebe meinen Ray Ray. Und ich liebe meine Karen. Lass uns jetzt reinhauen. Oh. Krabbenburger Geheimformel, ich komme. Oh, das ist ein bisschen grob, Ray Ray. Au! Langton, was machst du denn? Oh, das fühlt sich toll an. Ach, na dann, gute Nacht. Puh, das war knapp. Yeah, wir haben heute wieder jede Menge Mäuse gescheffelt. Nicht wahr? Oh. Ah, meine geheime Krabbenburger-Formel. Ja, die muss aus dem Boot gefallen sein. Oh, nur keine Sorge, Süße. Papa kommt dich holen. Wo ist meine Formel? Hey, was hast du mit meiner Geheimformel gemacht? Formelchen, wo steckst du, Formelchen? Formelchen! 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 Wo bist du nur, Formelchen? Plankton! Ich weiß, dass du meine Formel hast. Also, rück sie sofort raus! Mach schon auf, Plankton! Ich weiß, dass du meine Formel hast! Hä? Wer ist das? Das Klopfenschätzchen? Das ist nur der Trockner. Ich dachte, ich übernehme mal die Wäsche, damit du das später nicht machen musst, Küsschen. Oh, Ray, Ray, das ist das Romantischste, was du je gesagt hast. Endlich gehört die Formel mir. Komm schon! Ich weiß, dass du da bist, Plankton. Formelchen. Danke, dass du auf sie aufgepasst hast. Sie gehört mir. Sheldon, heute hast du alles wieder gut gemacht, mein Schatz. Deshalb möchte ich dir auch eine Kleinigkeit schenken. Nach jahrelanger Forschung ist es mir endlich gelungen, die Daten für die Krabbenburger Geheimformel zu entschlüsseln. Plankton, lass los! Was immer du willst, Krabs! Wer braucht schon so eine schwachsinnige Papierkopie in einer Flasche, wenn er eine herunterladbare Version zur Verfügung hat? Idiot. Also, die Geheimformel lautet... Na wie, sag schon, wie lautet sie? Ray, Ray? Wer von uns ist denn Ray, Ray? Ray, Ray bin ich, du Volltrottel! Ach ja, Ray, Ray bin ich aber auch! Nein, ich bin Ray, Ray! Mir egal, wer von euch der Echte ist. Ihr könnt beide zusehen, wie diese Formel gelöscht wird. Karen, Liebling, Süße, bitte lass uns erst mal drüber reden. Nein, 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 nein! Das hast du jetzt davon, Plankton! Also, das ist wirklich ein wundervoller Abend, Plankton. Herzlichen Dank, dass du mir deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst. Das möchte ich um nichts in der Welt wissen, Baby. Ja. Das sieht wunderbar aus. In der Tat, nicht wahr? Hey, nicht übel. Aber nicht gut genug für mein Parfümlein. Aber Eugene, wie galant. Ich schaue nur mal kurz nach unserem nächsten Gang. Du meine Güte. Bei allem, was fettig ist, was habt ihr euch dabei gedacht? Ein Salat sollte keine Blasen werfen. Du solltest doch auf ihn aufpassen, Thaddäus. Ruiniert bloß nicht mein Rendezvous. Was war das für ein Salatdressing? Du meine Güte, das ist Spülmittel.
Der zitronenfrische Duft der Salate fiel mir gleich auf. Geh an die Töpfe, du Durstbattel. Das war für dich nicht gut genug. Oh, sieht wunderschön aus. Das war auch nicht gut genug für dich. Nicht vornehm genug für mein vornehmes Täubchen. Du musst nicht perfekt sein. Ich will nur etwas essen. Ja, okay. Ich schaue nur mal kurz nach dem Hauptgang. So, ihr kocht jetzt besser mal etwas Schmackhaftes oder ich werde euch gleich doppelt feuern. Also feuern Sie uns vom Gefeuertsein? Sind wir dann wieder eingestellt? Ja! Dann seid ihr dreifach gefeuert. Nein. Kocht einfach irgendetwas Essbares. Hey, das riecht ja tatsächlich lecker. Hurra! Essensschlacht! SpongeBob! Oh, heiß, 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 heiß! Lass mich kurz die Qualität prüfen, Teuerste. Schälrohren weg von meinem Futter, Würstchen. Ich bin am Verhungern! Das ist nicht für euch, das ist SpongeBob. Wir müssen sie aufhalten. Wohin gehst du mit meinem Abendessen? Thaddeus, fang! Ich will ihn nicht. Das war aber köstlich. Puffylein, wie soll ich es dir sagen? Du hast uns doch gegessen. Hey, eine Kerze. Ach du meine Güte. Ich möchte nur, SpongeBob wird bei dir wieder durchfallen. Oh, bitte bring mich einfach zum Arzt. Eine Operation später. Das Essen ist fertig. Drei Brötchenteile. Er ist einfach perfekt. Aber ich habe noch Hunger. Nur ein kleines Stückchen. Bon Appetit. Geh wieder an den Grill. Die Bestellungen kommen mir hier schon aus der Nase raus. Ei, ei, Sir. Und bye-bye, Ma'am. Ach, entschuldigen Sie ihn bitte. SpongeBob kann manchmal echt eine Nervensäge. Petunia! Enchanté. Je suis Thaddeus. Wenn ich Ihnen beim Arrangieren der Blumen helfen kann, dann rufen Sie mich dann und wann. Sehen Sie mich als Ihren Begonienpapi. Hier habe ich eine Gratis-Snacke für den Begonienpapi. Sehen Sie den Kind? Ich sehe scheußlich aus. Diese Verkleidung ist ja echt gefährlich. Mehrere Blumensträuße später.
Viel Vergnügen und auf Wiedersehen. Schnell raus und verschenk deinen Strauß. Bonjour, Petunia. Ich hätte wirklich gerne einen Strauß. Schon wieder da, ha? Seien Sie etwas sparsamer, Herr Thaddäus. Das ist schon Ihr vierter Strauß heute. Nun, Herr Thaddäus! Zurück an die Kasse! Mr. Krabs, wie praktisch, dass Sie da sind. Ihre großen Krabbelgestecke sind fertig, ja? Oh. SpongeBob! Trag den Sack für mich. Ja, Sir, Sir. Ja. So, ich hab ihn. So. Jo, danke, Petunia. Man riecht sich. Du hast es geschafft, Sheldon. Die große Krabbe wird jetzt mit unseren Blumen geschmückt. Und schon bald haben wir endlich die Geheimformel. Ach, ich weiß nicht so wirklich. Hä? Ehrlich gesagt denke ich darüber nach, den Plan für eine Weile auf Eis zu legen. Was? Und dann lieber ein Florist auf Vollzeit zu sein. Ich liebe es, die Kunden zum Lächeln zu bringen. Und ich glaube, ich habe ein Händchen dafür, Sträuße zu binden. Boom! Oh, das ist ja so süß. Mein kleiner Mann will ein Florist werden. Das ist mein neuer Traum. Genieß den Traum, solange du kannst, Schätzchen. Du hast ungefähr 5 Minuten. Wie meinst du das? Hast du deinen eigenen Plan vergessen? Du verkaufst explodierende Blumen an Krabs, wartest, bis der Zünder auslöst und während alle in Panik geraten, spazierst du einfach rein und schnappst dir die Formel. Bei Neptuns Nasenhaaren, ich hab's echt vergessen! Ich muss schnell verhindern, dass diese Blumen hochgehen, sonst ist mein Traum gleich endgültig aus! Ah, hallo Petunia. Sehen Sie nur, wie Ihre schönen Blumen die große Krabbe verschönern. Das ist toll, Eugene. Verzeihen Sie, ha? Entschuldigung, ha? Verzeihen Sie, ha? Entschuldigung, ha? Entschuldigung, ha? Ja, Sie haben was vergessen. Ich erfrische die Blumen nur kurz und bringe sie gleich wieder, ha? Was hat denn Petunia jetzt plötzlich? Hä? Sie hat gar nichts, verstehen Sie? Sie ist eine Perfektionistin, so wie ich. Ja, ich bin in sie verliebt, okay? Und ich kann es jetzt einfach nicht mehr für mich behalten. Petunia! Ich habe noch genau 1 Minute, um die Bomben zu entschärfen. Das ist eine Begonie aus meinem eigenen kleinen Garten. Oh, die ist wirklich schön. Aber ich kann gerade leider nicht, Herr Thaddäus. Bitte geht sie zur Seite. Petunia, meine Floristin, willst du mich heilen? Du verrückter, liebeskranker Trottel! Du hast meinen ganzen Plan sabotiert! Herrliche Herrliche. Wir haben uns hier versammelt, um Zeuge zu werden, wie sich 2 Herzen in Liebe vereinen. SpongeBob, nimmst du Sandy zu deiner rechtmäßig angetrauten Frau? Das tue ich. Und Sandy, nimmst du SpongeBob zu deinem rechtmäßig angetrauten Mann? Ja, natürlich! Nun dann, erkläre ich euch hiermit zu Schwamm und Säuger. Du darfst die Braut jetzt küssen. Theaterelendes! Ein wortloser Reinfall! Ich wusste nicht, dass das Theater war. Blatt vergessen. Kriege ich kein Kompliment für mein Aussehen? Ach ja, du bist umwerfend. Schön. Oh, du bist so süß. Wo sind meine Blumen? Blumen? Oh, also die sind,
schau mal deinen Lippenstift. Hier liegt gar kein Lippenstift. Oh, aber das wäre doch nicht nötig gewesen. Oh, aber es war mir ein Bedürfnis. Nein, das war wirklich ganz unnötig. Ich bin nämlich allergisch. Ich bin sehr allergisch. Sehr allergisch gegen Tulpen. Naja, egal, können wir gehen? Pfui Teufel, wohin denn? Die Nieren, du Dussel. Ach ja, das Essen. Ich hol das Auto. Okay, an dem Stoppschild da vorne rechts. Jawohl. An der Ampel wieder rechts. Mach ich. Und jetzt die nächste wieder rechts. Und an der Kreuzung da vorne rechts. Und dann halten wir vor dem orangen Haus da. Oh, wir sind da. Du bist ganz schön anstrengend, weißt du das? Oh, danke, mein lieber Thaddäus. Das Kompliment hast du ja geschickt eingeflochten. Und jetzt kommen wir zum Abschnitt müßiges Geplauder. Amüsiere sie mit interessanten Themen. Oh, Geplauder, ist das nicht unglaublich, was für ein Wetterchen wir heute haben? Naja, warum nicht? Aber fang besser mit was Persönlicherem an. Frauen erzählen beispielsweise gerne von ihrem Tag, dass sie bei der Arbeit gelobt worden sind oder welchen Unsinn ihre Hausschnecke wieder angestellt hat. Oder wie ich gerade fast zu spät gekommen wäre, weil ich nicht wusste, was ich anziehen soll. Und dann hätte ich fast zu wenig Kleingeld für den Nagelsalon gehabt. Darf ich den Herrschaften servieren? Oh, ich war am Verhungern. Hey, ist das bloß nicht, es ist Plastik. Das ist die perfekte Gelegenheit, um Tischmanieren zu demonstrieren. Thaddäus, reich mir bitte den gebratenen Tang. Hier, meine Dame, bitte. Oh, vielen Dank, Sir. Hey, du sag mal, wer ist eigentlich die tolle Lady, die gegenüber von dir sitzt? Ich glaub nämlich, die macht mir richtig schöne Augen. Oh nein, so ja nun nicht. Du kannst ja nicht einfach so reinplatzen. SpongeBob und ich sind gerade mitten in einem Übungsdate. Na, schöne Frau. Kann man sie denn öfter hier treffen? Na ja, ich bin hier doch zu Hause. Entschuldige mal, ja? Und wie soll mir das alles bei meinem echten Date weiterhelfen? Das nebenbei bemerkt in 5 Minuten beginnt. Unsinniges, schwammiges Getue wird. Warte, Thaddäus, wir haben noch nicht... Ach ja... Wir sind noch nicht die Grundsätze von dein Date im Detail durchgegangen. Warte doch! Es gibt ja noch einige... Wie gesagt, würde ich gern noch einige Knackpunkte einer ersten Verabredung mit dir durchgehen. Als da wäre... SpongeBob! Halt jetzt bitte einfach die Klappe und lass mich in Ruhe! Weißt du das? Nein, und ich will's auch nicht wissen, du nervtötender, unbedeutender Zeitverschwender! Weißt du das? Unterbrich mich nicht, ruf mich nicht an, schreib mir nicht, wink mir nicht zu, denk nicht mal an mich, weil du und ich keine Freunde sind und auch nie sein werden. Bedeutet das, es gibt kein zweites Date? Du hast das gesehen, oder? Genau, in voller Länge. Und du denkst jetzt, ich wäre ein fieses Ekelpaket, was ironischerweise genau das Gegenteil von dem ist, was du erwartet hast. Nein, eigentlich nicht. Ich finde Männer, denen das Geschwätz von Idioten auf die Nerven geht, total traumhaft. Lass uns essen gehen. SpongeBob, hörst du? Ich bin traumhaft. Viel Spaß, ihr beiden. Schwammkopf, dein Job ist erledigt. Noch nicht ganz. Mir ist ein Kinoabend mit Plastikpopcorn versprochen worden. SpongeBob? Ja, Thaddäus? Ich brauche ein Triple-Burger-Spezial mit Seetangbrötchen und mit extra Seegürkchen und... Mach ihn schön knusprig. Kommt sofort, Kollege. Hör mal, Thaddäus, ich wollte mich wegen vorhin entschuldigen. Ich wollte dich nur glücklich machen. Naja, im Grunde wollte ich mich selbst glücklich machen. Aber ich habe daraus gelernt, dass es alle möglichen Leute in unserem verrückten Ozean gibt. Und die müssen nicht alle das Gleiche mögen. Nicht weggehen. Ich stimme zwar überhaupt nicht mit dir überein, aber ich akzeptiere es. Diese Triple-Burger sind schon Kracher. Ich freue mich auf den glücklichen Gesichtsausdruck, wenn der Kunde da reinbeißt. Triple-Burger-Spezial! Triple-Burger-Spezial! Hat jemand ein Triple-Burger-Spezial bestellt? Der ist wohl gegangen.
Tja, weißt du, lass ihn doch einfach hier. Wer weiß, vielleicht kommt er wieder. Nix da. Das ist was Besonderes hier. Das muss frisch gegessen werden. Und ich habe schon seit 20 Minuten nichts mehr in den Magen gekriegt. Also, egal wer das war, er hat jedenfalls Geschmack. Der weiß gar nicht, was er verpasst hat. So, zurück an die Arbeit. Was soll ich denn jetzt bloß tun? Mir einen Burger aus dem Müll holen? Ich würde den gerne noch essen, aber ich bin voller als voll. Was soll's? Ich und meine große Klappe. Aber egal. Oh nein, was macht der denn hier? Der Arme muss eingeäschert werden. Ich weiß, du mochtest ihn nicht. Ich rechne es dir hoch an, dass du gekommen bist. Schätzchen. Ich brauche jetzt unbedingt und schlagartig einen Krabbenburger und niemand wird mich dabei aufhalten. Da sind sie. Burger-Tresor. Ah, heiliger Hammerhai. Wo soll ich jetzt anfangen? Aber das ist jetzt egal, solange nur du und ich und niemand Adios. Sonst. Bist du das? SpongeBob, Tag auch. Was hast du denn hier verloren? Ich fange immer morgens um 3 an. Dann zähle ich die Sesamkörner. Und was machst du hier? Tja, ich hab was. Und wieso ist der Burger-Tresor offen? Oh, weil ich dachte. Und wieso hältst du einen Burger hinter deinem Rücken? Und das wieso war bist das. Du so schrecklich nervös? Und wieso schwitzt du so stark? Und wieso siehst du so hungrig aus? Und. Nein, es ist nicht so, wie du denkst. Das ist alles ein Missverständnis. Das musst du mir glauben. Jetzt hör mir mal gut zu. Du musst mir glauben, SpongeBob. Du stehst auf Krabbenburger, alter Schwertfisch, oder? Ja, ich geb's zu, SpongeBob. Ich liebe Krabbenburger. Ja, mein Lieber, ich hab's dir doch gesagt. Einem Krabbenburger kann keiner widerstehen. Thaddäus, wie viel isst du denn da? Thaddäus? Hey, das geht nicht! Du kannst nicht die ganzen Burger auf einmal essen! Thaddäus! Was soll denn schon passieren? Meinst du, ich fliege in die Luft? Nein, schlimmer. Erst rutschen sie dir alle in die Oberschenkel. Ach, in die Schenkel? Und dann fliegst du in die Luft. Ja, ich weiß noch bei meinem ersten Krabbenburger. Patrick, kennst du das, wenn man sich was ganz Besonderes vornimmt und das aber einfach nicht klappen will? Nein, wieso? Algengrütze? Heilige Makrele, ist das eine heiße Hitze hier oben? Geschenk! Hier ist es. Was ist das? Ein Händedruck, ein freundlicher Händedruck. Ein Händedruck? Das ist das Geschenk? Du gibst mir einen Händedruck? Einen freundlichen Händedruck. Fröhlichen Valentinstag. Musik
Ich hab nachgedacht. So ein Händedruck ist ja erstmal nichts Besonderes, aber was zählt, ist doch nur der Gedanke. Hey, SpongeBob! Ich wollte mich für die Pralinen bedanken. Gern geschehen, Franzi. Obwohl ich mir eigentlich schon ein bisschen mehr erwartet. Vielen Dank für die Rosen, SpongeBob. Fröhlichen Valentinstag. Dir auch, Detlef. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir schon so lange Freunde sind. Hey, SpongeBob, danke für das Fahrrad. Ist denn das zu fassen? Ich habe ihn vorhin erst kennengelernt. Also, wie gesagt. Entschuldigung, hat einer von euch Jungs eine Uhr? Oh, Patrick will auch lieb gehabt werden. Ich hasse dich, Herzmann! Ich bitte um Aufmerksamkeit. Hier läuft ein dicker Seestern Amok. Herz am Stiel, ich töte dich! Herz am Stiel, ich töte dich! Also, Patrick! Gib mir SpongeBob! Du hast mein Herz gebrochen. Und dafür werde ich dir jetzt auch was brechen. Ich verstehe dich ja. Ich weiß, dass ich's verdient habe. Aber sie auch? Die haben mir doch auch nichts geschenkt. Nein, das hättet ihr euch früher überlegen müssen. Jetzt ist es zu spät. Doch, Patrick, es ist da, es ist da! Das tollste Valentinsgeschenk aller Zeiten ist direkt hinter dir! Ach, wer's glaubt? Aber ich sag's dir, da ist es! Dreh dich um! Oh, oh. Ach schon, jetzt dreh dich um! Ihr haltet mich wohl für ganz schön bescheuert, ha? Ja! Dreh dich um! Nö! Dreh dich um! Dreh dich um! Nichts da! Ich sag euch das jetzt zum ersten und zum allerletzten Mal. Also passt gut auf! Ich werde mich nicht, ich wiederhole nicht, umdrehen und zwar aus welchem Grund auch immer. Klar? Hallo, Patrick! Hi, Sandy! Fröhlichen Valentinstag, Patrick! Ja! Ja! Mein Valentinsgeschenk! Hey, ist das massive Schokolade? Patrick, nein! Ach, SpongeBob, das wäre doch nicht nötig gewesen.